FIFA 16 bringt Innovationen auf dem gesamten Platz und bietet ein authentisches und aufregendes Fußballerlebnis mit allen Freiheiten. Defensive Agility ist ein Feature, welches zahlreiche Änderungen in den 1-gegen-1 Situationen beinhaltet. Die Spieler können sich freier bewegen und auch die schnellsten und technisch stärksten Angreifer im Auge behalten. Es gibt nun mehr Verteidigungsvarianten dank neuem Zweikampfverhalten, wozu Tackling finden, Zweikämpfe in der Luft und neue Grätschen zählen. Letztere kann man auch abbrechen, falls man sich einmal verschätzt hat. Man kann sich darauf verlassen, dass Mitspieler Lücken schließen, denn sie verteidigen als Einheit und haben ein besseres Gespür für offene Räume auf dem Feld. Kommt der Gegner doch mal durch, wartet eine solidere letzte Verteidigungsreihe auf ihn, da wir dieses Jahr die Torhütergrundlagen wesentlich überarbeitet haben, sodass du deiner Defensive vertrauen kannst. In FIFA 16 hat das Aufbauspiel große Bedeutung. Stichwort Kontrolle im Mittelfeld. Mit Interception Intelligence können deine Mitspieler gefährliche Pässe des Gegners abfangen, wodurch das Geschehen im Mittelfeld noch intensiver wird. Passing with Purpose hingegen ist eine kleine Revolution beim Passspiel. Mit scharfen, präzisen Bällen findest du deine Mitspieler. Das schafft eine gesunde Balance zwischen Risiko und Erfolg im Mittelfeld. Im Angriff gelingen dir mehr magische Momente als je zuvor. Mit Dynamic Crossing haben wir die Flankenvariation so angepasst, dass die Bälle präziser hinter die Verteidigung gespielt werden und die einlaufenden Stürmer diese besser verwerten können. Wenn du Freiraum für eine gute Flanke hast, timen deine Mitspieler ihren Lauf entsprechend und belohnen dich mit einem genaueren Abschluss. No-Touch Dribbling haben wir in Zusammenarbeit mit Lionel Messi entwickelt. Damit kann man nicht nur festlegen, wie, sondern auch wann man den Ball berührt. Und im entscheidenden Moment kommt Clinical Finishing zum Einsatz, womit die Flugbahn des Balls realistischer ist und noch schönere Tore erzielt werden können. Man spürt förmlich, wenn man einen Ball richtig getroffen hat. Das Gefühl, wenn so ein Schuss im Winkel einschlägt, ist unbeschreiblich. Ihr werdet von Beginn an merken, dass sich bei der Präsentation von FIFA 16 einiges getan hat. Mit der neuen Videokachel versorgt euch EA Sports News mit aktuellen Spielinfos. Wenn zudem das Stadion eures Lieblingsclubs im Spiel vorhanden ist, wird es im Hintergrund des Menüs angezeigt. Während einer Partie gibt es neue Witterungsbedingungen wie neblig oder diesig und es stehen 9 neue Stadien zur Auswahl, darunter der Borussia Park, El Monumental und das Stade Velodrome. Die Aufsteiger in die Barclays Premier League dürfen ebenfalls in ihren Heimstätten spielen, was für noch mehr Authentizität sorgt. In FIFA 16 ist nun auch die Bundesliga mit originalgetreuen Overlay-Grafiken vertreten. Die Ergebnisanzeigen, Aufstellungsgrafiken und Spieleranalysen sehen so aus, wie man es von Fernsehübertragungen der Bundesliga kennt. Die Spieltagerfahrung geht sogar noch weiter. Man kann neue Geschichten und Spielerstatistiken verfolgen, wenn die Kommentatoren Leistungen von Spielern oder Teams diskutieren. Mal ganz kurz zu Kane. Ein Tor konnte er ja schon machen. Guter Auftritt bisher. Daran wird er anknüpfen wollen. Leidenschaftlich geht es auch auf den Tribünen zu, mit über 900 neuen Fangesängen, darunter Allez Paris und vielen aus der Bundesliga. Nach dem Schlusspfiff werden die Highlights in einem neuen Menü präsentiert. So könnt ihr ganz leicht auf alle Höhepunkte einer Partie zugreifen. Und auch das Aussehen der Spieler hat sich bei FIFA 16 weiter verbessert. Wir haben viele Spieler eingescannt und hunderte neue Starheads ins Spiel gebracht, aber auch einige Stars neu modelliert, damit sie noch besser aussehen. Mit dem Einzug der Frauennationalteams haben wir auch Haare, die Animationen und das Body-Rigging-System komplett überarbeitet. Das hat dem gesamten Spiel gut getan, da das neue Rigging-System uns die Möglichkeit gab, realistische Körperformen auch für außergewöhnliche Spieler zu realisieren. Wir haben uns jedes Detail angeschaut, zum Beispiel das Freistoßspray, Interaktion mit Auswechselspielern und das Geschehen nach dem Spiel. Und natürlich habt ihr auch wieder die Chance, eure Tore mit neuen Jubeln entsprechend zu feiern. Mit FIFA 16 bringen wir mehr Tiefe und Authentizität in den Karrieremodus. Da hätten wir zunächst 2 bedeutende Features, die sowohl Trainer- als auch Spielerkarriere aufwerten. Erstens, vor der eigentlichen Saison wird euer Club zu 3 von 9 möglichen Vorbereitungsturnieren eingeladen, die rund um den Globus ausgetragen werden. Wie im realen Fußballgeschehen hat man so die Chance, an Taktik und Aufstellung zu feilen, bevor die reguläre Spielzeit beginnt. Setzt die Ersatzspieler ein, um die Tiefe eures Kaders zu testen und erhaltet bei erfolgreichem Abschneiden Preisgeld, um euer Transferbudget aufzustocken. Das zweite große Feature ist das Spielertraining, ein wichtiger Teil eures Jobs als Trainer. Durch das Training werden die Attribute der Spieler verbessert und ihre Entwicklung gefördert. Zwischen den Spieltagen wählt man bis zu 5 Spieler für eine von 30 Übungen aus. Bei jeder liegt der Fokus auf einem spezifischen Attribut wie Torabschluss, Passen oder Zweikampf. Dabei kann man sich auf seine Stammspieler konzentrieren, aber auch auf Nachwuchsspieler, um sich einen Ruf als Ausbildungsverein zu erarbeiten. Im Spielermodus absolviert man 5 Trainingseinheiten pro Woche und kann so seinen Spieler stetig weiterentwickeln. Außerdem gibt es viele Änderungen, die auf dem Feedback der Community beruhen.
Ein umfangreiches TV-Übertragungssystem sorgt für eine intensivere Spieltagserfahrung. Das große Plus der Citizens ist natürlich die Defensive. Sie haben bisher die wenigsten Gegentore hinnehmen müssen. Vereinslose Spieler können nun auch außerhalb der Transferphase verpflichtet werden. Spielerscouting ist nun das gesamte Kalenderjahr über möglich und auch bei Leihgeschäften gibt es eine breitere Auswahl. Transferbudgets und Marktwerte von Spielern sind näher an der Realität und die Anzahl an prominenten Wechseln wurde ebenfalls angepasst. Euch erwartet in FIFA 16 ein deutlich authentischeres Spielerlebnis. In FIFA 16 haben wir topaktuelle Technologie genutzt, um Lionel Messis Bewegungen ausführlich aufzunehmen und sein einzigartiges Können ins Spiel einzubauen. Er hat uns gezeigt, beim Dribbling geht es nicht nur um den Umgang mit dem Ball. Manchmal ist es am besten, den Ball gar nicht zu berühren. Antäuschen. Erst das Bein, rechts oder links, dann zu seiner Position. Ich versuche immer, ihn auf dem falschen Fuß zu erwischen, um einen Vorteil zu haben. Mit unserem neuen No-Touch-Dribbling-System könnt ihr es Messi nachmachen und im Dribbling ohne Ballberührung finden und Richtungswechsel ausführen. Sobald ihr euch Platz verschafft habt, könnt ihr in diverse neue Ballberührungen übergehen und auf den Verteidiger reagieren. Das verändert Zweikämpfe grundlegend. Verteidiger haben es schwerer, wenn der Stürmer mehr Platz hat und mehr Chancen, in irgendeine Richtung vorbeizuziehen. No-Touch-Dribbling ist ein Tool für alle Spieler. Wie im echten Leben wird es bei talentierteren Spielern effektiver sein. Es ist nicht nur eine tolle neue Methode, Verteidiger zu überwinden, ihr könnt damit auch den Ball laufen lassen und Zeit für eure Schüsse oder tödlichen Pässe gewinnen. Ihr könnt es mit den vielen anderen neuen FIFA 16 Features nutzen, die für ein ausgewogeneres und aufregendes Spiel sorgen.